Weißt du, was noch gesünder ist, als einen Salat zu essen oder viel Gemüse? Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas von Sprossen gehört hast. Ich sag dir jetzt mal ein paar Vorteile, die mich damals komplett überzeugt haben. Und zwar damals, zu Zeiten von dem Grippevirus, hatte ich immer Frischnahrung zu Hause. Du lagerst sie ja trocken. Du musst nicht in den Supermarkt gehen. Du kannst innerhalb von 2 Tagen hast du die Nährstoffbombe überhaupt zu Hause. Das heißt, indem du die Samen einfach mit Wasser wässerst jeden Tag, das ist im Übrigen ein Zeitaufwand innerhalb von den 2 Tagen zusammen von 5 Minuten, brauchst ein paar Sekunden, um das schnell zu machen. Da entwickelt sich was von alleine, da wächst was heran, ohne dass du groß noch was dafür tun musst. Und du hast eine Nährstoffbombe zu Hause, die so vielseitig einsetzbar ist. Ich meine, du kannst sie dir über Salate geben, du kannst sie über Suppen streuen, du kannst sie dir über ein Brot geben, du kannst sie dir zu jeder Hauptmahlzeit einfach als Topping drüber geben. Du kannst natürlich auch in den Smoothie sie reingeben oder entsaften, es ist egal. Du hast einfach da eine Vitalstoffbombe zu Hause, die von den Nährstoffen nicht zu vergleichen ist mit jedem Blattgrün, was du im Supermarkt bekommst.